Ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen hat auf der A9 in Oberfranken für lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Ein Sattelzug durchbrach am Montag aus noch ungeklärter Ursache die Mittelleitplanke, kollidierte in der Gegenrichtung mit einem anderen LKW und riss eine Schilderbrücke ein. Diese landete auf dem Fahrerhaus des anderen Lastwagens. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Auch der andere Fahrer kam ins Krankenhaus. Die Fahrbahn musste nahe Marktschorgast im Landkreis Kulmbach in Richtung Norden komplett gesperrt werden. Um die Unfallstelle vor Schaulustigen sicher zu machen, wurden erstmals Anti-Gaffer-Zäune auf der gegenüberliegenden Seite aufgebaut. Diese haben ihre Wirkung erfüllt und den Verkehr ruhiger fließen lassen. Auf der Seite des Unfalls allerdings wurden keine Zäune angebracht. Hier kam es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Autofahrer Filmaufnahmen von der Unfallstelle machten. Die Polizei musste eingreifen. Auch die Rettungsgasse funktionierte nicht einwandfrei und erschwerte den Einsatzkräften die Anfahrt.